Heutzutage ist alles irgendwas phob. Homophob, islamophob, transphob, phobophob. Dass das hochgradig unseriös und eine Propagandamasche ist, haben schon andere lang und breit herausgearbeitet. Kurz, wer eines dieser Worte außerhalb eines klinisch-therapeutischen Kontextes benutzt, ist unseriös und muss nicht ernst genommen werden. Hier geht es deswegen nur kurz um einen Denkfehler, den jene begehen, die diese Begriffe benutzen. Eine Phobie ist ein echter medizinischer Begriff. Wer dieses Wort benutzt, erstellt damit eine Diagnose, macht damit eine medizinische Sachbehauptung. Damit sollte man vorsichtig sein. Wer weiß, ob das nicht etwas ist, worauf man rechtlich reagieren könnte, besonders wenn diese Aussage öffentlich gemacht wird. Aber inhaltlich bedeutet das ja eigentlich eine Entschuldigung, wenn jemand etwas Schwulenfeindliches sagt. Und diejenige dann homophob genannt wird, dann bedeutet das ja, dass diejenige eine irrationale Angst vor Homosexuellen haben soll. Und damit wäre sie ja eigentlich entschuldigt. Denn mit dieser psychischen Einschränkung ist sie ja nicht mehr oder nur mehr eingeschränkt schuldfähig, also damit unschuldig. Andererseits sind Leute, die gerne den Irgendwas-Phobie-Vorwurf benutzen, meistens ohnehin nicht besonders. Naja, lassen wir das. Der Punkt ist, wenn man außerhalb einer psychotherapeutischen Behandlung irgendwas phob genannt wird, ist das völlig sinnfrei und kann und sollte ignoriert werden. Danke für deine Zeit.